Immer bin ich schuld, ich weiß gar nicht. Sei jetzt still und halt den Mund. Solange deine Füße unter meinem Tisch sind, was sollen denn bloß die Leute denken? Schäm dich. Das ist alles deine Schuld. Geh mir aus den Augen. Wer kennt diese Sätze nicht? Es sind Sätze, die Erwachsene oft bis ins hohe Alter bewusst und unbewusst begleiten und ihr Verhalten bestimmen. Sobald jedoch Erwachsene ein Bewusstsein darüber erlangen, wie stark diese Sätze ihr eigenes Verhalten und das Verhalten anderer beeinflussen, können sie diese ein für alle Mal durch Willenskraft verändern. Denn laut Hirnforschung ist das Gehirn bis ins hohe Alter veränderbar. Dieses beschriebene Verhalten wird in der Fachsprache Adultismus genannt. Doch was ist Adultismus genau? Der Begriff Adultismus kommt aus dem Englischen adult und bedeutet Erwachsensein. Die Endung Ismus steht für ein gesellschaftlich verankertes Machtsystem. Denn jeder hat Adultismus erlebt. Und weil jeder ihn erlebt hat, ist Adultismus auch so selbstverständlich und fällt im Alltag gar nicht auf. Es wird sogar von einem institutionalisierten Adultismus gesprochen, wenn zum Beispiel bestimmten Menschen aufgrund von adultistischem Gedankengut der Zugang zu bestimmten Einrichtungen verwehrt wird. Adultismus äußert sich also in der Machtungleichheit zwischen Erwachsenen und Heranwachsenden, aber auch mit gleichaltrigen oder älteren Menschen, die weniger Durchsetzungskraft haben. Deshalb ist Adultismus, wie Rassismus, Nationalismus und andere Ideologien auch, eine anerkannte Diskriminierungsform. Wenn du dir unsicher bist, ob eine Äußerung adultistisch ist, dann stell dir vor, Erwachsene würden so miteinander reden. Stell dir vor, deine Chefin würde zu dir sagen, jetzt ist aber Schluss damit! Die Grenzüberschreitung ist hier deutlich spürbar. Welche Formen von Adultismus gibt es? Es gibt zum einen den verinnerlichten Adultismus und zum anderen den veräußerlichten Adultismus. Der veräußerlichte Adultismus richtet sich gegen unsere Mitmenschen, gegen ganze Gruppen, Institutionen oder sogar Länder mit ihren Kulturen. Mensch gegen Mensch und Land gegen Land. Ein Beispiel: Jemand kann einen anderen nicht leiden, spricht deshalb schlecht über ihn oder mobbt ihn sogar. Beim veräußerlichten Adultismus ist in der Regel der andere schuld, dass etwas so oder so ist. Ebenso werden auch Menschen aus anderen Ländern, die beispielsweise weniger entwickelt sind als das eigene Land, diskriminiert. Sie werden im adultistischen Gedankenkonzept als weniger wert eingeordnet. Der verinnerlichte Adultismus richtet sich gegen einen selbst. Menschen glauben, dass sie weniger wert, kompetent oder vertrauenswürdig sind. Sie werden mit der Zeit immer stiller und trauen sich nichts mehr zu. Sie trauen sich nicht, etwas zu sagen, obwohl sie es vielleicht gerne tun würden. Sie denken, ich sage besser nichts. Es ist sowieso nicht wichtig, was ich denke. Ich bin nichts wert und zu nichts nütze. Dies kann zu Resignation, Hoffnungslosigkeit, am Ende aber auch wieder zu Rebellion, also veräußerlichtem Adultismus führen, was fatale Folgen haben könnte. Das Gegenkonzept zu Adultismus ist Wertschätzung und eine inklusive, empathische Kommunikation. Was hättest du dir früher gewünscht? Wie hätte es der andere sagen sollen? Mach dir Gedanken, was du sagen kannst, statt schäm dich oder geh mir aus den Augen, und entwickle für dich selbst mehr Wertschätzung und Achtsamkeit. Und trainiere dich täglich in einer positiven Wertekommunikation. Dann trägst du viel dazu bei, dass die Welt jeden Tag ein Stück besser wird. Wenn dir das Video gefallen hat und du das Thema auch anderen zeigen willst, dann teile es gern.
Wenn du mehr über die inklusive Kommunikation wissen willst, dann schau dir auch das nächste Video an, in dem wir genau beschreiben, wie eine wertschätzende Kommunikation funktioniert. Bis dann und lass uns, wie Arno Grun sagt, im Kampf um Empathie bleiben, damit am Ende immer die Menschlichkeit siegt.